Wir sind hier heute bei Goslar am sogenannten Nordberg und haben hier in den letzten Wochen 10.000 Bäume gepflanzt. Man sieht das im Hintergrund. Wir haben hier Kahlflächen. Der Borkenkäfer war da, hat im Prinzip die ganzen Flächen zerstört. Das ist ehemaliger Fichtenwald, der hier stand. Und diese Wälder, die wollen wir jetzt wieder aufforsten. Und das machen wir mit Unterstützung von Unternehmen wie auch WM, die dieses Jahr 10.000 Bäume gesponsert haben. Vor allen Dingen freue ich mich, wenn man sieht, was daraus geworden ist. Ja. Das ist hier, das ist der Zuwachs aus dem letzten Jahr. Der fand das ganz gut hier. Guck mal, ist der nicht schön? Man macht einen Blick auf Goslar im Hintergrund und man blickt hier auf die Kaiserpfalz. Das ist schon schön. Und wann immer ich Goslar besuchen werde, werde ich mich an diesen Berg erinnern. Und ich hoffe, ich gucke dann auf ganz viel Grün. Ja. Mein Name ist Daniel Weierle. Ich mache meine Ausbildung zum Anwendungsentwickler im SAP-Bereich bei WMSE. Wir hatten heute die Möglichkeit, hier selber Setzlinge zu setzen, einen Baum zu pflanzen und einfach mal zu lernen, wie das geht. Als die Frage kam, ob wir hier mitmachen wollen, haben wir sofort ja gesagt, da man auch mal ein bisschen Abwechslung vom Arbeitsalltag hat. Dabei konnten wir lernen, wie wir neue Bäume oder Setzlinge setzen oder pflanzen. Ohne diese Spenden, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es heutzutage kaum noch möglich, die Wälder aufzuforsten. Es gibt zwar Förderung, aber in vielen Bundesländern sind die Fördertöpfe schon leer. Die Förderung ist schwierig. Und wenn dann Firmen dabei sind oder Menschen sagen, wir wollen was tun, dann geht das wunderbar über unsere Webseite.